weit mag Kansas von hier entfernt sein? Wie es jetzt wohl Onkel Henry und Tante Emmy geht? Dorothy! Lauf nicht so weit weg, wir wollen bald essen. Lass los, Toto! Auf Wiedersehen und gute Fahrt! Wieder reingehen. Ich möchte wissen, wie es Vogelscheuche Zinnmann und dem Löwen geht. Ihr alle wisst ja, dass ich nur ein Scharlatan bin. Aber wie dem auch sei, die Vogelscheuche wünscht sich einen Verstand, der Zinnmann möchte unbedingt ein Herz besitzen und der Löwe meint, er braucht Mut. Also dann, ihr habt euch auf mich verlassen und ich möchte euch nicht enttäuschen. Darum habe ich beschlossen, euch zu geben, was euer Herz begehrt. Oh, hab vielen Dank, großer Zauberer von Ost. Ich habe mir meinen Kopf zermartert und mir sind ein paar Dinge eingefallen, von denen ich glaube, dass sie euch zufriedenstellen werden. Oh, wie wunderbar! Ja. Tja, nun, ich werde am besten mit der Vogelscheuche beginnen. Ja, bitte, fang nur an. Komm mit mir in den hinteren Raum. Würdet ihr zwei bitte hier warten? Ja. Nun, komm schon. Geh doch, Vogelscheuche. Worauf wartest du? Ja, ich komme. Bis später. Oh. Setz dich. Ja. In diesem Beutel ist das, was du dir wünschst, Vogelscheuche. Was ist das? Sägemehl. Nein, ich meine, das ist dein Verstand. Du wirst jetzt ein Gehirn bekommen und besitzt dann so viel Verstand wie jeder andere. Oh, bitte setz es in meinen Kopf. Bitte mach schnell, Zauberer. Wie du willst. Ob es zu leicht ist? So, jetzt werde ich es dir in den Kopf setzen. Ich hoffe, ich tue dir nicht weh. Ach was, ich bin ja nur eine Vogelscheuche. Umso besser, fangen wir an. Der braucht aber lange. Selbstverständlich, er bekommt ja auch ein neues Gehirn und das ist keine Kleinigkeit. Wir müssen Geduld haben und warten, Löwe. Du hast recht, Zinnmann, das müssen wir. Schon sehr bald werde ich endlich Mut besitzen. Genau, und ich bekomme mein lang ersehntes Herz. Juhu! Oh. Ich hab ihn! Oh, ich habe endlich einen Verstand! Ihr seht mich an! Donnerwetter, dein Kopf scheint viel schwerer zu sein als vorher. Meinen allerherzlichsten Glückwunsch. Oh, vielen Dank, danke. Oh, jetzt bin ich aber dran. Warum hat er mich noch nicht gerufen? Jetzt muss ich meinen Verstand unbedingt Dorothy zeigen. Dorothy, ich hab ihn! Das war aber sehr leicht. Die Vogelscheuche war so einfach zufriedenzustellen. Ich hoffe, mit dem Zinnmann ist es genauso. Der Nächste bitte, Zinnmann. Er hat mich gerufen, Löwe. Ich bin dran. Bis nachher. Der Nächste bitte, Zinnmann. Aha, er ist da oben. Dorothy, freu dich mit mir, Dorothy. Stell dir vor, ich bin nicht mehr dumm. Oh, Vogelscheuche, ich habe dich nicht einen Augenblick lang für dumm gehalten, das weißt du doch. Oh, was ist das? Da ragt dir ein Nagel aus deinem Kopf. Oh, der gehört zu meinem Gehirn. Oh, was ist bloß in deinem Kopf jetzt alles drin, Vogelscheuche? Er scheint viel schwerer geworden zu sein. Jetzt, wo ich genauso bin wie alle anderen, merke ich schon, wie viele gute Ideen sich in meinem Kopf sammeln. Wirklich? Es tut mir furchtbar leid, dass ich eine Narbe hinterlassen muss, Zinnmann. Das macht nichts, Zauber. Es tut mir überhaupt nicht weh und außerdem stört mich eine Narbe nicht. Das werde ich nun in deine Brust setzen. Ach,
Das ist mein Herz, nicht wahr? Setzt es mir bitte schnell ein. Das werde ich. Hört mal, es macht Geräusche. Ja, nun, also das kommt, weil alle Herzen Geräusche machen. Aber wenn du meinst, dass es dich stört, ändern wir das. Lehn dich mal zur Seite. Richtig so? Wunderbar. Jetzt ist es fest, siehst du? Es macht keine Geräusche mehr. Ha, wie schön, es gefällt mir sehr. Jetzt hast du also ein Herz in deiner Brust. Ja, das hab ich. Und wie fühlst du dich damit? Ganz wunderbar. Ich fühle mich ganz freundlich und sanft. Ich habe das Gefühl, ich kann jetzt zu allen freundlich sein. Hier. Du bist von Anfang an immer ganz besonders freundlich und sanft gewesen. Das musst du jetzt trinken. Was ist das für ein Trank? Oh, das sind bloß Pflanzensäfte. Was? Nein, Löwe, ich meine, wenn du diesen Saft trinkst, wird er in dir zu einer Quelle des Mutes. Dadurch bekomme ich Mut? Traust du mir nicht? Doch, doch, Zauberer, so habe ich das nicht gemeint. Aber wenn der Trank so schmeckt, wie er riecht... Du musst mir eines glauben, Löwe. Mut muss von innen kommen, aus dem Körper heraus. Und wenn du dich weigerst, das zu trinken, wirst du nie im Leben Mut bekommen. Nun trink es schon. Los! Wie fühlst du dich? Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt schon viel tapferer. Na, siehst du. Ich bin dir ja so dankbar, Zauberer. Ich will schnell zu Dorothy laufen und es ihr erzählen. Ich bin fix und fertig, aber es ist alles viel besser gelaufen als erwartet. Also, ich muss sagen, ich bin ein absoluter Spitzenscharlatan. Aber was in aller Welt mache ich denn bloß mit dem Mädchen? Ich kann sie unmöglich nach Kansas zurückbringen, aber was könnte ich sonst für sie tun? Ich muss mir etwas einfallen lassen. Ich freue mich schrecklich für euch. Nun sind endlich all eure Träume wahr geworden. Ja. Nun bist du aber auch endlich an der Reihe, Dorothy. Ich bin mir nicht sicher, dass er wirklich darüber nachdenkt, wie er mich wieder nach Kansas zurückbringen kann. Naja, ich weiß auch nicht, ob ihm was einfällt. Ich auch nicht. Vogelscheuche, du hast doch gesagt, dass ich in deinem Kopf viele gute Ideen sammeln. Kannst du dir nicht was einfallen lassen, wie ich wieder nach Kansas komme? Ich will Onkel Henry und Tante Emmy wiedersehen. Bitte denk dir was aus. Das schaffe ich nicht, Dorothy. Das ist nicht so einfach, wie du denkst. Selbst mit meinem neuen Verstand ist es für mich unmöglich, ein so schwieriges Problem zu lösen. Hör mal, warum beweist du nicht, dass du jetzt klüger bist als vorher? Ich finde, was du da sagst, ist ziemlich gemein. Ich wollte nicht gemein zu dir sein. Ich möchte nur so gerne wieder nach Kansas zurück. Oh, bitte, Dorothy, sei doch nicht so traurig. Sonst fange ich gleich an zu weinen. Nein, Zinnmann, nicht weinen, sonst fängst du an zu rosten. Vogelscheuche, warum setzt du deinen neuen Verstand nicht ein und versuchst, einen Weg zu finden, wie man Dorothy helfen kann? Ich möchte ja gern helfen, aber... Schaffst du es nicht? Ich habe das Gefühl, mein Kopf ist überlastet. Ja, vielleicht gibt es doch einen Weg, Dorothy wieder zurückzubringen. Meinst du wirklich? Ja, aber wir müssen erst zum Zauberer gehen und mit ihm sprechen. Für meinen Plan brauchen wir seine Hilfe. Gehen wir am besten gleich. Herr Zauberer!
Der Zauberer hat noch einen anderen Raum. Da wird er vermutlich sein. Der ist oben. Zauberer! Bist du da oben? Dorothy! Es tut mir schrecklich leid, aber mir ist nichts eingefallen. Naja, wenn man es richtig bedenkt, bin ich ja gar kein Zauberer. Ich habe mir schon gedacht, dass dir nichts einfällt, aber Vogelscheuch hat eine Idee. Was, im Ernst? Hat er das wirklich? Oh ja, nicht? Mhm. Das wird vermutlich an dem wunderbaren Verstand liegen, den du ihm gegeben hast. Unmöglich, das war doch nur Sägemehl. Ich meine, vermutlich liegt es daran, jawohl. Also, würdest du dem Zauberer deine Idee erklären? Mhm. Sieh bitte mal in den Himmel. In den Himmel? Ich kann nur Wolken sehen. Mhm. Stimmt. Und Dorothy wird fliegen, wie die Wolken am Himmel. Hm? In einem Heißluftballon. Überlegt mal, der Zauberer selbst hat uns erzählt, dass er in einem Heißluftballon in dieses Land gekommen ist. Ach ja, dieser Heißluftballon. Ja, der war mir völlig entfallen. Du hast ihn doch hoffentlich noch aufbewahrt. Ich habe ihn aufbewahrt, ja. Du bist ja ein ganz Schlauer. Da, seht ihr, das ist der Heißluftballon, in dem ich hergekommen bin. Der ist aber winzig. Er ist viel größer, wenn er mit Luft gefüllt ist. Sehen wir mal nach. Sieh mal, in dem Stoff ist ein Loch. Ach, das macht nichts, das können wir flicken. Oh, und dann wird er bestimmt wieder fliegen. Das ist wunderbar. Ja, in der Tat, dieser Ballon reicht nämlich für uns beide. Was meinst du damit? Damit meine ich, dass ich mit dir zusammen weggehen werde. Ich bin es nämlich leid, ein falscher Zauberer zu sein. Was? Dann wirst du also auch nach Kansas fliegen? Sei bitte nicht enttäuscht, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir sofort bis nach Kansas kommen, Dorothy. Aber zumindest sind wir auf dem Weg in die Heimat. Glaubst du nicht, dass die Bewohner von Ost ziemlich traurig sein werden, wenn du so ohne weiteres von ihnen fortgehst? Oh, bestimmt. Sie werden mit Sicherheit sehr traurig sein, denn schließlich haben sie mich für einen überragenden Zauberer gehalten. Außerdem bin ich ein wunderbarer Herrscher gewesen. Dann musst du doch nach einem neuen Herrscher für sie suchen. Ja. Weißt du schon wen? Ja, das weiß ich. Wen? Diesen Burschen hier. Hä? Ich will, dass die Vogelscheuche meinen Platz als Herrscher einnimmt. Oh nein, das kann ich nicht. Ich habe ihn erstens ausgewählt, weil er kein Mensch ist. Zweitens, weil er äußerst klug ist. Und drittens, weil er ausgesprochen liebenswürdig ist. Aber das ist doch, aber ich kann doch nicht... Und viertens habe ich ihn ausgewählt, weil er nicht König sein will. Also wird er ein guter und gerechter Herrscher sein. Ich glaube, du hast vollkommen recht. Vogelscheuche wird seine Aufgabe fabelhaft meistern. So, das bedeutet, wir haben jetzt hier drei Herrscher. Was meinst du mit drei Herrschern, Dorothy? Der Zinnmann wird der Herrscher von Winky sein. Und der Löwe wird über alle Tiere des Waldes regieren. Mhm. Oh, was für eine vornehme Gesellschaft. Aber jetzt brauche ich erst einmal die Hilfe der drei noblen Herrscher für die Flickarbeiten am Ballon, damit wir uns so bald wie möglich auf den Weg machen können. Ich bitte jetzt um eure Aufmerksamkeit, Volk von Oz. Endlich ist für mich der Tag gekommen, an dem ich den großen Zauberer von Lolu besuchen kann, der über den Wolken wohnt. Also werde ich euch für eine Weile verlassen. Während meiner Abwesenheit wird die große, kluge Vogelscheuche über Oz regieren. Unter ihrer Herrschaft werdet ihr wohl behütet sein. Bitte bringt der Vogelscheuche die gleiche Achtung entgegen, die ihr mir entgegengebracht habt. Nicht glauben, dass dies wirklich Abschied für uns bedeutet, Freunde. Ich hoffe sehr, dass du eines Tages nach Ost zurückkehrst, Dorothy. Das werde ich gerne tun. Hey, Dorothy, du weißt ja, wo du mich findest, bei den Winkies. Und wenn du mich suchst, ich bin im Wald. Ja, wenn ich irgendwann wieder nach Ost zurückkomme, werde ich dich besuchen, das verspreche ich. Bitte, Zinnmann, du darfst nicht weinen. Du weißt doch, sonst wirst du rosten.
Dorothy, du musst jetzt gehen. Dorothy, komm, schnell, steig ein. Ja. Toto, komm zurück. Toto. Dorothy, beeil dich. Ich kann den Ballon nicht mehr lange halten. Toto, wo bist du? Komm sofort zurück, Toto. Warte! Beeil dich doch, Dorothy! Warte auf mich! Ich kann dich nicht erreichen! Runter, leb wohl, Dorothy! Oh, mal da, der Zauberer steigt in den Himmel auf! Oh, wie schön! Oh, nun ist unsere Dorothy fort. Was? Toto? Toto, bist du denn nicht mit Dorothy mitgeflogen? Oh weh, vielleicht... Hör mir zu, Dorothy. Ich bin doch jetzt der Herrscher über dieses schöne Land. Ich glaube, ich kann dir alles geben, was du dir wünschst. Du brauchst es mir einfach nur zu sagen. Warum überlegst du es dir nicht und bleibst hier? Nun hast du wieder Gelegenheit, deinen Verstand einzusetzen. Also denk dir für Dorothy eine andere Möglichkeit aus. Oh nein, das ist vollkommen ausgeschlossen. Eben ist mir wieder eingefallen, dass die Hexe des Westens meine Schuhe unbedingt haben wollte. Es muss irgendetwas an ihnen sein, eine besondere Macht. Ja, ich habe ja auch noch den goldenen Hut in meinem Zimmer. Ja, das ist es. Rufen wir die Flugaffen. In diesem Ballon wäre sie sicherer gewesen. Kappe, Kuppe, Pechiro, Polo, Hiro, Zese, Zase, Chiku. Du hast uns gerufen? Ja, das habe ich. Hör mir zu. Bevor du jetzt sagst, was wir für dich tun sollen, muss ich dich darauf aufmerksam machen, dass dies deine letzte Bitte sein wird. Ist dir das klar? Ja, das weiß ich. Ich habe die große Bitte, dass ihr mich sofort nach Kansas zurückfliegt. Völlig unmöglich. Aber warum denn? Weil wir Affen von dieser Welt sind, Dorothy. Wir können unser Land Oz auf keinen Fall verlassen. Oder hast du etwa schon mal Flugaffen in Kansas gesehen? Wenn ihr das Land Oz nicht verlassen könnt, bedeutet das denn vielleicht, dass es niemanden in dieser Welt gibt, der mich wieder nach Kansas bringen kann? Eine so schwierige Aufgabe musst du Glenda vortragen, der Hexe des Südens. Auf Wiedersehen! Warte! Warte bitte! Auf Wiedersehen! Die Hexe Glenda. Ich werde mich sofort auf den Weg zu ihr machen. Hör mal, Dorothy, ich werde dich zu der Hexe begleiten. Ich komme auch mit. Hab vielen Dank, aber du bist doch gerade erst Herrscher dieses Landes geworden, Vogelscheuche. Mir wird schon was einfallen, nicht? Warum warten wir noch? Hab Dank, meine Freunde. Toto, hör mal zu, du darfst sowas Dummes nie wieder tun. Glenda, die gute Hexe des Südens, sie ist meine letzte Hoffnung.